Hallo Leute, es geht weiter mit Awakening, der Wald der roten Blätter. Ja, zuletzt wollte ich hier in der Mine das Rätsel lösen und daran machen wir uns jetzt mal. Na, wo ist das Fragezeichen oder bin ich noch nicht durch hier? Doch. Verbinde die Schienen, indem du die Kacheln drehst, bilde so einen Weg für das Mondsilbererz, okay? Mondsilbererz, erstmal die Wörter hier. Hier steht Mondsilbererz. Dort muss ich hin. Ja, dann wollen wir mal losdrehen. Da kann ich nicht lang. Dann kann ich nur hier so lang. Nach unten. Oben. Und dann habe ich es schon. Das war ja nicht schwer. Das ging ja nicht. Ich bin sehr froh darüber, dass die Rätsel hier nicht so super schwer sind. Aber was hat sich denn jetzt getan? Frage ich mich. Oh. Greetings, Your Majesty. Remember me? I never expected you to make it this far. Neue Aufgabe, mache den Weg vom Golem versperrten Weg frei. Ja, ich habe mich gehütet davor, jetzt einen Screenshot zu machen. Auf jeden Fall bei diesen Sequenzen. Ein Bogen, aber wo sind die Pfeile? Oh, ein Bogen ist immer schön zu haben. Da soll irgendwie so eine Kurbel rein oder so. Was ist hier? Mhm. Fehlt ein Zahnrad. Ich habe aber nur sowas hier. Das wird es wohl nicht sein. Was ist das hier? Ungeschliffener Feuerstein. Da oben ist noch ein anderer Stein. Ich muss das Förderband reparieren, damit ich an den Stein komme. Ach so, deswegen. Da ist mein Boni. Der Golem blockiert den Weg zum Mondsilbererz. Das Herz, der Kopf und der Tank des Golems fehlen. Golem-Auge. Okay. Ja, und wie... Nur weil ich die Pfeile nicht habe, kann ich den Bogen nicht nehmen? Hm. Ja gut. Gehen wir mal nach hier hinten. Da war ich noch nicht. Überall ist Staub. Wo kommt er her? Kann ich den freikloppen? Nee. Ah, noch so ein Stein. Der Ventilator fehlt. Den hab ich. Toll, jetzt machen wir hier ordentlich Wind. Ach so, jetzt kann ich besser gucken. Eine Feder. Aha. Die Schleifmaschine sieht aus wie ein Gesicht. Ein Teil der Zähne fehlt. Aber das ist noch nicht alles. Hm. Das ist schon mal dieses Kurbelding. Bohrerteil. Kann ich das da reinsetzen? Nö, weiß ich gerade nicht. Pfeile ohne Federn. Ach so. Okay, hier haben wir die Pfeile. Unter seiner Hand ist etwas eingeklemmt. Ich brauche etwas, um sie anzuheben. Ja, ich versuch's immer erst mit dem Ding hier, weil... Dass unser einzig langes, stabiles Ding ist, irgendwie. Hm. Da können wir auch noch lang. Das Herz des Golems hat 4 runde Vertiefungen für Edelsteine. Ich muss die 4 Steine in die entsprechenden Formen bringen. In die entsprechende Form bringen, okay. Okay. Kann ich das jetzt schon hier irgendwie... Nee, ich muss es erstmal in dieses Gesicht packen. Aber das muss ich ja erstmal reparieren. Eine Nähnadel. Hier haben wir Garn. Das ist schon mal gut.
Der Treibstoff reicht nicht. Wir haben doch diese rote, genau. So. Und nun? Ich muss herausfinden, wie ich die Flüssigkeit aus der Flasche bekomme. Stand das hier irgendwie? Nee, ne? Nee. Ja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht mit Anheizen? Warte, war da, da war doch eine Kerze. Ach nee, die kann ich nicht benutzen. Was haben wir hier hinten? Ausgießer? Das brauche ich bestimmt. Das scheint der Tank des Golems zu sein, aber er ist leer. Wenn ich das daran pack? Nee? Schade, funktioniert nicht. Was haben wir hier? Noch ein Stein, ungeschliffener Wasserstein. Ein Auge fehlt. Ein Auge fehlt. Golem-Auge. Ah, jetzt haben wir den Golem-Kopf. Alles klar. Das ist ja schon mal gut. Mein Boni nicht vergessen. Zurück zum unterirdischen See. Zurück zur Golem-Höhle. Geben wir ihm doch mal seinen Kopf. Das Herz, der Kopf und der Tank des Golems. Also den Kopf haben wir schon. Das Herz, können wir ihm das einfach... Nee, das müssen wir erstmal schleifen. Genau. Wo sind die Pfeile? So, dann haben wir den auch. Pfeil und Bogen, was mache ich denn damit? Ah, und hier können wir ja die Dings einsetzen. Das Bohrerteil. Hier fehlt ein Rohr, aber das ist ja kein Rohr. Ja, das habe ich jetzt eingesetzt. Der Riemen ist zerrissen und ein kleines Rad fehlt. Ach so, klar. Habe ich gar nicht gesehen. Ja. Wenn der Riemen gerissen ist, was kann ich denn da machen? Da brauche ich wohl noch irgendwas Neues. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück. Kann ich das Ding nicht irgendwie mal reparieren? Mit einer Nähnadel? Nee, ne? Ausgießer. Weiß ich nicht. Was kann ich denn mal von oben abschießen, dass ich einen Pfeil und einen Bogen brauche? Also, ich kann ja hier wenigstens sehen, wie es aussehen soll, aber... Also, der Vorstein rein, der zermalmt den dann schön rund. Und dann kommt der hier rauf. Ach, da ist ja das Rohr. Das Bohrerteil meine ich. Ach so, Momentchen. Dann machen wir das natürlich. Quatsch. Ah, okay. Jetzt geht's aber los hier. Wer ist er denn? Kommt da auf einmal einer raus? Finally, thank you. I've been trapped in there for days. All I had to eat was corn, corn, corn. Mais. Das erinnert mich daran, dass wir hinten immer noch diese komische Maismaschine haben. Und dann können wir wimmeln. Wimmeln mit tollen, eckigen Sachen. Was ist hier? Achso, Kann ich die am Ende alle einsetzen? Nimmst du das nicht? Warum nicht? Ich soll erst andere nehmen. Nee, da auch nicht. Ich sehe hier immer zwei, die ich nehmen will, darf ich aber nicht nehmen. Das soll ich nehmen. Und
dann so ein L geformtes Stück. Wo ist das L geformte Stück? Das ist nicht so. Ich finde sowas immer ein bisschen schwieriger als einfach Sachen suchen. So nach Formen gehen, da bin ich anscheinend nicht so gut drinne. Ich will aber auch nicht immer einen Tipp nehmen. Vielleicht muss ich ja auch hier in die Kiste was einsetzen. Und komme sonst gar nicht weiter, wenn ich das nicht mache. Die Kugel, die würde hier doch reinpassen. Geht aber nicht. Kann ich die einfach... Ach so, ich kann die auch einfach nehmen. Alles klar. Ja, dann ist natürlich auch einfacher. Okay, dann kann ich die nämlich jetzt auch nehmen. Wo war das jetzt? Da. Ja. Ja, Mensch. Ich finde die zwei anderen Stücke gerade nicht. Muss ich mir wohl doch einen Tipp nehmen. Aber auf die Kugel habe ich doch schon 1000 Mal geklickt. Oh, fühlt man sich ja veräppelt. Und da ist auch das L-Stück. Bescheuert. Geht doch. Egal wie, Hauptsache man kommt weiter. Schleifmaschinenteile. Ich schätze mal, das gehört auf den Kopf jetzt. So, sieht ja aus wie ein Kopf mit den Zähnen. Hiermit kann ich die 4 Kristallstücke schleifen. Dann sind sie fertig, um sie in Form zu schneiden. Ja, das machen wir mal. Nee? Warum? Hä? Geht doch. Komisch. Aber mir fehlt immer noch einer. Das ist wahrscheinlich der, den er in der Hand hält. Womit kann ich das denn anheben? Mit Maiskolben, mit Pfeilenbogen. Ich hab doch nichts. Also ich will an das Ding da irgendwie dran. Habe ich hier irgendwas übersehen? Aber damit kann ich... Nee, kann ich nicht. Der Tank ist leer. Ich weiß auch gar nicht, was ich da reintun könnte. Komisch, dass ich den Ausgießer hier nicht nehmen kann. Nee, hier komme ich nicht weiter, glaube ich. Gut. Oder auch nicht gut. Der Tank. Ja. Ausgießer. Hier fehlt mir der Riemen. Ich gehe dann mal... Oh, meine Stimme versagt. Gerade. Ich gehe mal raus. Und gehe mal den Meister kleinern, weil ich nicht weiß, was ich sonst gerade machen soll. Wenn ich mit dem Prinz der Zwerge in das Dorf der Zentauren gehe, gibt das Ärger. Ach so. Ach so. Okay. Na gut, dann muss ich mit dem Mais wohl doch was anderes machen. Oft gehe ich immer viel zu weit zurück, obwohl ich am selben Ort bleiben soll. Aber hier habe ich jetzt auch nichts mehr. Okay. Ja, aber was kann ich denn machen? Wozu brauche ich meine Nähutensilien? Kann ich das da runterschießen? Nee, keine Chance. Ich soll das Ding halt schon in Betrieb bringen. Wo ist der Zwerg eigentlich hin? Ach, hier, guck mal. Eine Holzstange habe ich. Kann ich die damit vielleicht?
Nö, auch nicht. Was kann ich mit der Holzstange machen? Hier mit der Holzstange komme ich an ihn vielleicht ran? Ah, okay. Der Benzinkanister hat keinen Ausgießer. Damit kann ich helfen. Ja, super. Dann komme ich ja jetzt doch weiter. So, dann haben wir das da reingefüllt. Und dann gehen wir hier ran, füllen das da rein. Jetzt hat das Ding Energie, sozusagen. Und dann können wir damit den Golem auffüllen. Auch wenn ich nicht genau weiß, was ich hier tue, aber wir sollen es tun. So. Toll, jetzt fehlt ihm nur noch das Herz. Ja, wir haben halt kein Keilriemen-Ding hier, ne? Ach, ich kann das, heil nähen. Okay, alles klar. Jetzt habe ich auch den letzten Stein. Und den können wir da jetzt reinsetzen. Tada! Jetzt sind die natürlich alle wunderschön geschliffen. Das weiß die Maschine. Mit 4 verschiedenen Steinen. Ja, und jetzt kommt's. Jetzt müssen wir das hier irgendwie bebasteln. Ach, da auf dem Papier liegt das Ding und da kommen die rein. Okay. Ich dachte, das wäre eine Zeichnung. Mhm. Jetzt haben wir das Golem-Herz. Ach, so funktioniert das hier also. So macht man das, Leute. So erweckt man einen Golem. Very clever, Your Majesty. Let's see you get out of this one. Fredmire shall prevail. Nein. Jetzt haben wir ihn zum Leben erweckt. Und dürfen gegen ihn kämpfen, das ist ja auch toll. Der Golem will angreifen. Ich muss ihn ausschalten, bevor er uns erwischt. Ja, erst reparieren wir ihn, dann wollen wir ihn wieder ausschalten. Okay. Huch, was soll ich denn machen? Soll ich 2 gleiche finden oder wähle die richtigen Körperteile des Golems aus? Orientiere dabei dich an den Farben der Symbole. So. Und jetzt? Das waren der rote. Die roten Dinger. Und nun? Ich habe auf das hier in der Mitte geachtet. Nee, das soll ich nicht machen. Wonach gehe ich jetzt? Kapiere ich nicht. Ich soll die grünen nehmen. Dann nehmen wir die grünen. Und jetzt die gelben. Und jetzt die blauen. Oder auch nicht. Er leuchtet doch jetzt. Was wollt ihr von mir? Er ist, steht richtig schön in Flammen. Ich weiß nicht, was die wollen. Wir sollen ja aber auch nur die Körperteile irgendwie wählen. Und nur die richtigen. Also kann ich theoretisch alles wieder ausmachen. Woher weiß ich denn, welches die richtigen sind? Hier, da. Ich kapiere das nicht so ganz. Wähle die richtigen Körperteile des Golems aus. Orientiere dabei dich an den Farben der Symbolen. Ralle ich nicht. Ich glaube, ich denke schon wieder viel zu kompliziert oder so. Aber es geht hier nach irgendeinem bestimmten Muster und das habe ich halt noch nicht gecheckt. Mit was fange ich denn an? Weil hier oben ist es rot. Schön. Sagen wir mal, ich fange mit dem Kopf an.
Gehe ich dann... Ja, ich weiß auch nicht. Also... Dann hätte man die jetzt gemacht. Gehe ich nach den gelben. Nehme ich die. Nehme ich einen grünen. Ja. Dann noch ein blauer. Die blauen gehen irgendwie nie. Ich verstehe das nicht. Helf mir mal. Warum denn jetzt der? Macht jetzt alle wieder aus. Ihr dürft mir das gerne im Nachhinein erklären, wie das jetzt hier funktioniert hat. Weil ich erst dachte, es blinkt immer hier eine Farbe auf und dann gehe ich immer danach, was hier ist. Aber hier verändert sich ja rein gar nichts. Den soll ich auf jeden Fall nehmen. Soll ich den bestimmt auch nehmen? Muss ich das eigentlich genau nach Reihenfolge machen? Nee, ich soll doch eigentlich nur die Körperteile auswählen. Also ich muss jetzt nicht nach Reihenfolge gehen. So. Schön. Ja, er leuchtet lichterloh. Das leuchtet eigentlich auch. Das muss doch stimmen. Und ich soll Körperteile wählen. Dann gehören ja wohl die nicht dazu. Ey, sorry, aber ich check das nicht. Ich überspringe das jetzt. Weil ich nicht weiß, wie das gehen soll. Was ist denn mit Handbuch? Ach so. Orientiere dabei dich alleine. Orientiere dich dabei an den Farben der Symbole. Was bringen mir die Farben denn? Gar nichts bringen die mir. Nö, ich versteh's nicht. Sorry. Aha. Impossible! No! No, no! Sophia, watch out! You'll never get out of here alive. Never! Ja. Da sind wir nun. Der Golem ist kaputt. Dafür, dass wir ihn repariert haben, toll. Milady, the prince has been cursed by Grimble. Let us bring him to the dwarf village at once. Mhm, okay. No, my father will misunderstand and blame the centaurs. Please, please take me to the centaurs. I'm certain they will help. Ja, das ist ja eine kluge Entscheidung gewesen. Entkomme dem wütenden Golem, der Weise, toll, ich habe eine Auszeichnung bekommen für nichts. Erklärt mir doch mal bitte, wie das ging gerade eben. Ich habe nur am Ende gesehen, dass doch irgendwie in der Mitte das Herz die Farben alle leuchteten. Keine Ahnung, ich hatte ja am Anfang alle roten eigentlich genommen. Die ja gesehen, ist nichts passiert. Irgendwie hätte ich wohl nur bestimmte rote wählen müssen und dann wäre ich wahrscheinlich weitergekommen. So verstehe ich das jetzt, weil ich ja gesehen habe, dass am Ende doch die Farben... die verschiedenen Farben angezeigt wurden. Ich glaube, ich hätte nur bestimmte rote nehmen müssen. Und dann hätte sich irgendwas getan, sodass ich die nächste Farbe nehmen kann. Das ist jetzt so meine Theorie. Sorry, dass ich das übersprungen habe.
Jetzt im Nachhinein bin ich vielleicht klüger. Aber wir sehen uns trotzdem im nächsten Part von Awakening. Und ich freue mich trotzdem sehr, wenn ihr weiter einschaltet und wenn wir wissen, wie es weitergeht. Tschüss!